Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS19 zu Real Farming, unser Projekt auf der Konsole. Mittlerweile wisst ihr es schon, weil wir sind in der 24. Folge. Es kommt wirklich sehr gut bis jetzt an. Und hier wird es heute weitergehen. In der letzten Folge hatten wir Gespräch mit dem Bürgermeister gehabt. Wir haben uns Feld, was war das jetzt? 29 gepachtet vom Bürgermeister. Dort werden wir nachher anfangen, Sojabohnen anzusehen, bevor wir wieder in den Wald verschwinden werden. Aber erstmal werden wir jetzt den Trecker schnappen und zum LU rumbringen, weil der Klausi braucht den ja noch für sein Unkraut. Und ich muss auch noch ein paar andere Sachen mit dem Klausi klären fahren. Das werden wir jetzt in dieser Folge, ja, machen. Dann hoffen wir, dass wir noch anschaffen, ja. Ihr seid noch nicht bei der Aufnahme, ne? Doch. Da war der Bürgermeister mal kurz im Funkkanal drin. Passiert mal. Jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht. Achso, ich will noch gucken, dass wir es schaffen, in dieser Folge noch mit unserem Ansehen von den Sojabohnen beginnen, bevor wir dann in den Wald hüpfen. Und ja, wenn es euch wieder gefällt, lasst das Däumchen nach oben da. Ihr kennt es mittlerweile, wird uns wirklich sehr unterstützen mit einem Däumchen nach oben. Und ja, Feedback ist immer gern gesehen. Und an die Neuen, lasst ein Abo da, supportet dieses Projekt, wird uns mega drüber freuen, weil uns macht es mega Laune. Und wenn man es in den Kommentaren liest, euch auch. Es werden immer mehr Leute, die schauen und auch kommentieren, auch immer wieder neue. Deswegen würde uns sehr drüber freuen. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zum lieben Alex rüber. Ich weiß zwar noch nicht, wo der rumlungert. LU hat ja nun mittlerweile doch ganz schön viele Felder. Traktoren fehlen auf jeden Fall schon mal. Ach, steht auch mit auf dem Hof oben hier beim LU. Ich muss mal die Karte nutzen. Ich sehe den Klausi hier irgendwie nicht, den Alex irgendwie nicht. Das ist der Büro? Ich gehe mal im Büro gucken. Die haben auch einen uneben Hof, Alter, das ist ja der helle Wahnsinn. LU hat doch bestimmt das meiste Geld. Alex? Ja, nee, hier ist kein Alex. Wo ist der denn? Jetzt muss ich mal mein Tablet benutzen, ich sehe ihn nicht. Oh, da ganz unten. Oh, wer soll denn so weit fahren und laufen? Ach, nützt ja nichts. Gut, dass wir die Tablets haben, wo man alles sieht. Wir fahren dann mal so ein bisschen in der Richtung und dann werden wir schauen, wie wir da am besten zu ihnen hinkommen. Das ist das Gute, wir können ja mit unserer Pflegebereich und nichts kaputt fahren hier. Der ist aber wirklich weit ab von Schuss. Da hinten ist er bei. Oh, passt das? Passt das? Passt das? Passt. Oh, fahren wir mal die Straße lang hier zum Alex. Der ist ja wirklich am letzten Ende hier. So braucht er den Träger nicht bei mir holen. Komm, dann hat er den gleich da. Wo bleib ich denn hier hängen? Da, ich bin ja gerade hängen geblieben. Da ist aber nichts. Wie eine unsichtbare Mauer. Oh, der Alex ist schon wieder am Flügen. Da wird man auf den Keks gehen, so viel zu flügen. Der flügt ja in ihre gesamten Felder um. Na gut, die haben viele Schweine, wollen die sich erholen. Oh, wir parken mal hier am Straßenrand ab. Natürlich so, dass die Leute noch durchfahren können. Mal rufen wir mal Alex. Oh. Ist noch so weit weg. Moin Moin, Alex. grüß dich Toni. Mann, du bist ja auch am Arsch der Welt, du. Machst du jetzt? Oh Pflügst ja. du alle eure Felder gerade oder was? Ich will jetzt bis aktuell das Feld fliegen und das hier vorne noch, weil ich will aus den Feldern nämlich noch ein bisschen Mais machen. Ach so. Ja, Ja, weil ich ich hatte dir da mir. mal was Schönes mitgebracht gerade eben, ne? Passt das? Ich dachte, ich bringe dir schon mal den Fendt mit der Giftspritze mit. Okay, super. Stell ich dir 10. auf dem Hof hin?
Ja. So, aber mein Hauptanliegen wäre jetzt erstmal, dass wir Abrechnung machen für letztens mit dem Gras, wo ihr ja mitgefahren habt nachher noch. Da hast du die Anteile eingelagert. Genau. Und halt fürs Mähen und also für das Schneidwerk, das habe ich ja nur gemietet. Ja. Dass du mir da mal einen Preis um die Ohren haust. Das war ja jetzt quasi gesehen. Einmal dein Mähwerk, deine Kombi hatte ich gehabt, das Front- und das Heckmähwerk. Wie lange hast du das gehabt? Wie viele Stunden? Weißt du das ungefähr aus dem Kopf? Oh, du fragst mich. Es gab ja noch die kurze Unterbrechung mit dem Gemeindedingsabums da. Ja. Sorry, ich muss ja mal einen Schluck trinken hier, du, weil ich glaube, ich habe mir so leicht den aufgesackt. Also, ich sag mal, wenn es hochkam, hatte ich ein bisschen über eine Stunde gehabt. Also, es war ja nicht lange. Es geht ja ruckzuck mit der Schneidwerk, das ihr da habt. Ja. Ja, aber so vergibst du mir halt 500 €, das ist okay. Ja, mit dem Gras machen wir, verrechnen wir einfach so. Dafür habe ich ja noch den Ladewagen gehabt von euch. Nur Würde ich mal genau, sagen, ne? Das genau. verrechnen wir. Und dann habe ich noch Genau. das Anliegen, wir haben ja uns bei der Gemeinderatssitzung, Sitzung, Fährsitzung, genau, unterhalten über Feld 16 wegen Pachten. Richtig, genau. Ja, deswegen bin ich jetzt ganz gerne hier und würde mir das, ja, pachten. Würdest du das gerne pachten? Okay, wir müssen mal gucken. Und zwar, aktuell hat das ja so. Warte mal. Es kostet ja eigentlich 238.000, ne? Ah. Das wäre quasi gesehen, du würdest ja jetzt das Feld 16 nehmen und hast dann unten neben Feld 17 noch so ein kleines angrenzendes Stück dazu. Genau, das ist so blöde gelegt, ne? Na, genau. Und ja, jetzt ist die Frage, was gäbe ich zum Pachten? Das ist halt schwierig, ne? Was Du kann man könntest ja dafür auch so verlangen? machen, dass man so Art wie Mietskauf macht, dass ich mir das einfach miete und das dann irgendwann Ja. abgezahlt habe. Dann überweise ich dir einfach was. Was hast du jetzt gesagt? Was kostet 285.000? 38.000. 238.000. So, dann machen wir so. Dann überweise ich dir jetzt 38.000. Und immer wenn ich Geld habe, sage ich dir Bescheid. Dann überweise ich dir ein Stück. Dann arbeiten wir Stück für Stück. Und dann haben wir jetzt noch 200.000 offen. Ja. Jetzt warte mal, das machen wir auch gleich fertig. Dann machst du 38,5, da hast du gleich noch die Miete Genau, das andere mitbezahlt, wollte ich ne? gleich mit überweisen. Genau. Genau. So, für die gute Arbeit mit euch immer. Oh, Dankeschön, Dann Dankeschön. haben wir das fertig. Dann habt ihr, gehört mir das Feld dann halt irgendwann. Das müssen wir dann beim nächsten Mal bloß nochmal die Falco Bescheid sagen, weil der muss ja mit dem Besitztümern Bescheid wissen, ne? Ja, nee, ist richtig, ist richtig. Ja, gut. Gut, dann macht er mal so, dann wird man jetzt nicht lange im Regen stehen müssen, schwing dich in deine Karre und Genau, den Träger let's stelle ich go. auf dem Hof hin und dann passt das, ne? Geht los, ich danke dir. Wie machen wir das? Nehme ich mir einen Pickup von euch, stell den bei mir auf dem Hof hin und du tauschst dann her, wenn du den Träger zurückbringst, ja. Ja, machen Weil wir sonst so, machen wir so. nutzen die Arbeitsschuhe ja so schnell ab, ne? Nee, nee, alles gut, alles gut. Ja, gut, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Tag, ne? Und wir hören uns. Geht los. Flüg nicht so viel, ne? Danke dir, yo, ciao, ciao. Ciao. So, haben wir das nämlich schon mal geklärt. Das ging dann rucki lecki. Ne, dann gehört uns das Feld im Endeffekt nachher irgendwann. Oh, dann sieht das doch gut aus. Stellen wir den Träger hin. Grasmähen. Ich muss mal gucken, wie weit die Wiese ist, ob ich die nochmal düngen muss. Aber ich glaube, es ist ausgewachsen, da bringt mir das Düngen nicht viel. Gucke ich mir mal gleich an. Dann werden wir das nämlich, sofern es jetzt nicht mehr trocken ist, abmähen und dann werden wir das auch einlagern. Dann haben wir auf jeden Fall jede Menge Gras. Ich meine, 500 € jetzt für die Mähwerke. Für den Preis arbeite ich ewig, bis ich mir selbst, wenn ich mir selbst einkaufe, bis ich das reingeholt habe. Da kann ich das lieber für 500 € mieten und dann passt das. Deswegen habe ich jetzt auch 1000 gegeben dafür quasi, weil das LU macht wirklich gute Arbeit. Die haben wirklich gute Preise bis jetzt. Kann ich mich nicht beschweren, deswegen nehmen wir das auch gerne dankend an. So, langsam hier rüber. Wir wollen da. Ich hänge, ich hänge, ich hänge. Ne, es passt. Sah nur so aus. Ja, beim nächsten Mal müssen wir dann bloß den Falco Bescheid geben. So, sie haben halt mitgekriegt. Der Falco ist unterwegs. Sie haben wohl eine Spur gefunden zu denen, der die Bombe gelegt hat. Die Bombenattrappe. Sie haben da wohl
eine ganz heiße Spur, die sie verfolgen, und ja, die führt ihn leider auch ins Nachbardorf. Und wenn ich richtig verstanden habe, sind sie auf dem Weg in Richtung Rade unterwegs. Ja, da wird der Falke uns ja beim nächsten Mal auf dem Laufenden halten. Weil ich bin ja nochmal mit betroffen. Schön Sound. So. Will er Mais ansehen? Ich denke mal, wenn das soweit ist, mit mir häckseln. Oder sie wollen es natürlich dreschen für ihre Dings. Aber muss ich auch noch mal einen Tag mit Hans quatschen. Wenn der Hans natürlich seine Felder häckseln will und sie da Hilfe brauchen und ich gerade nichts zu tun habe, würde ich mich natürlich mit zur Verfügung stellen zum Maishäckseln. Ist natürlich selbstverständlich. Was war das eben? Ob ich irgendwo hängen geblieben bin und dann schießt das Auto auf einmal los. So, wir stellen ihn einfach mal zum Drescher hin. So, wenn wir jetzt mal unseren Träger schnappen und anfangen, unser Feld fertig zu machen. So, ja, Bohnen, wir kommen. Oh, das sollte eigentlich reichen für unser Feld. Ja, oder bauen wir doch Raps an? Ich weiß es nicht genau. Nee, komm, wir machen Raps. Ein bisschen mehr Ertrag. Raps können wir doch auch noch anbauen, ne? Mal gucken. Raps. Nee, kann ich nicht mehr anbauen. Also gehen wir doch auf Sojabohnen. Gut. Ich dachte, das klappt doch von Zeit her. Ich hoffe, das funktioniert auch schon, dass es schon überschrieben ist, dass ich arbeiten kann darauf. Das kann auch manchmal immer noch einen Tag dauern, ich hoffe es mal nicht. Weil das ist ja ärgerlich, das ist dann Zeit, die uns auf jeden Fall fehlt. Na gut, wir haben noch einen ganzen Tag zum Ansehen. Aber es ist ja trotzdem ärgerlich. So, ich muss mal einmal ganz kurz gucken, müssen wir noch irgendwas machen? Nö, es ist schon einmal vorgedüngt. Fahren wir jetzt rüber, nochmal düngen. Dann sind wir schon bei 66%. Funktioniert. Der Bürgermeister hat alles gleich ordentlich in die Wege geleitet. Das muss man wirklich sagen, der Bürgermeister ist wirklich top von der Arbeit her. Ja, wenn der Klaus jetzt nicht mehr da ist, müssen wir hin. Wir müssen uns noch die Baumsetzmaschine mieten und so drei, vier Baumpaletten holen. Dann werden wir nämlich einfach die ersten Bäume zu pflanzen. Die brauchen ja nun auch eine Weile, bis sie wachsen. Warum meine ich, dass uns dieselbe Seuche eingefangen hat, die Klausi sich eingefangen hat hier, ne? Das, wie gesagt, ein bisschen kränkeln tue ich nämlich auch, aber ich hoffe mal nicht, dass es das ist, was ich mir, dass es dieselbe Seuche ist, die der Klausi sich eingefangen hat. Und ich dann ja auch noch flach liege, so wie der Klausi. Aber wir trinken erstmal nochmal ein Schlückchen.
Ich bin auch ganz hart bei Regen, wird mit offener Dachluke gefahren. Oh, man hört hier mal von den Nachbarn, die den Hund, das Hundegebell rüberschallen. Apropos, ich habe jetzt auch einen Hund gekauft. Ja, er wird auch die nächsten Tage bei uns auf dem Hof einziehen, der kleine Racker. Also heißt das, dass wir uns die nächsten Tage uns auch immer so über so ein kleines Hündchen kümmern. Mal noch runter Gassi gehen mit ihnen. Also das Gute, wir sind ja ab nächste Woche zu zweit auf dem Hof, also zur Erntesaison, das ist ja nun mal demnächst dran, ne? Da lässt sich sowas ja auch gut einteilen, sondern geht dann mal ein paar Minütchen mit dem Hund auf der Wiese, da hinten ist ja genug Platz. Muss uns ja nicht den Hof voll kacken. Ich habe mal schon wieder was kaputt gefahren. Obwohl es eigentlich nicht sein soll in dieser Stufe des Wachstums. Naja, ist egal. Ein paar Krümelchen. Wieder, wenn es mir selbst passiert, dann ist es so. Wenn es natürlich mutwillig von anderen passiert, ist es natürlich wieder ein bisschen ärgerlich. Aber das Gute ist, wir sehen bei Regen an. Das könnte auf jeden Fall sehr gut sein. Oder vielleicht auch nicht. Wir schauen mal. Aber bis jetzt hat alles gewachsen, was wir angesehen haben. Deswegen hoffe ich mal, dass es das hier auch noch der rechte Fall ist. Auf jeden Fall brauchen wir im nächsten Jahr auch was Größeres, wir merken schon. Die Traktoren sind schon echt an der Schmerzgrenze dran hier. Oder ich brauche eine andere Sägemaschine. Ich habe da letztens so einen Katalog was von Horsch gesehen. Ich weiß gar nicht. Ist das in dem Katalog auch schon drin? Wir können ja mal ganz kurz gucken. Aber ich glaube, in diesem Katalog ist das noch gar nicht drin. Nee, die ist leider nicht drin. Aber wir sollen noch mal mit den Händlern drüber quatschen, weil die Sägemaschine wäre wirklich perfekt, weil man kann Hülsenfrüchte ansehen, Getreide und sowas, also Hülsenfrüchte, Früchte, Ölfrüchte, Früchte, Früchte, genau. Und natürlich auch alles, was Einzelsaat ist, wie Mais, Sonnenblumen und sowas mit der Sägemaschine. Man braucht nur das Heckteil umbauen, das ist ja natürlich ganz cool. Da muss ich mal mit den Klausi über nächste Woche sprechen, ob die sowas auch oder ob er uns das auch besorgt bekommt. Sie ist zwar ein bisschen kleiner wie diese hier, aber sie reicht von der PS zwar besser für uns. Und für die Felder reicht auch eine kleinere. Da muss ich mal gucken. Ja, aber damit sind wir auch am Ende von dieser Folge angekommen. Wenn es euch wieder mal gefallen hat, lasst doch gerne mal das Like nach, das Däumchen nach oben, da wird uns mega drüber freuen. An die Neuen, lasst ein Abo da, lasst gerne, supportet dieses Projekt, was uns wirklich sehr unterstützen würde. Lasst wie immer ein Kommi da, würde mich auch mega drüber freuen. Schaut bei Michel und beim Alex vorbei, die Kanäle sind unten in der Videobeschreibung drin. Damit bin ich raus und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.